Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Fußballmanager 19 mit der Karriere beim 1. FC Magdeburg. Ja, wir haben sensationell 5:1 gegen Eintracht Frankfurt gewonnen. Und das nächste Spiel steigt dann bei Dynamo Dresden. Da werden wir auch die Taktik ein bisschen umstellen. Das heißt, wir nehmen wieder, ich weiß gar nicht, welche wir hatten vorher. War das Rotation 2 oder 1? Das ist die Frage. Das ist die Frage. Wenn ich das jetzt genau wüsste. Ich glaube, Rotation 2 nehmen wir. Alles klar, ist gebongt. Hier stellen wir wieder auf 90% um. Das passt dann. Das ist mal gespeichert. Gut. Und dann geht es mal weiter. Zusätzlich Budget von 3,9 Millionen. Das ist doch mal Wahnsinn. Und 2,5 Millionen. Na, so muss das doch sein. Dann ist die Kohle ja wieder da. So, weiter geht's. Weiter geht's, weiter geht's. So, und schauen wir mal. Was hat er? Ja. Felix Lohkämper? Na klar, den behalten wir. Könnt ihr machen, was ihr wollt, Jungs. Ich noch zwei. So. Und noch ein bisschen hier mehr Gehalt. 350.000. Ah, wird auf keinen Fall genehmigen. Oh, warum denn nicht, Junge? Dann eben so. So. Ignowski hat unterschrieben. Erstmal die Option ziehen. So. Torwart brauchen wir jetzt nicht mehr. So, schauen wir mal, Verträge. Was haben wir hier für Verträge? So, Dennis Erdmann, Vertrag unterzeichnen, vorlegen, machen. Machen wir erstmal 5-Jahres-Vertrag. So. Na komm her. Schalt oder Kalt, wie auch immer. So, einer von den Kandidaten, die in der zweiten Mannschaft dann spielen werden nächste Saison. Müssen wir dann nur gucken, was wir da für neue Spieler holen dann. Aber es ist ja nicht so schlimm. Der Bruns, der kriegt auch einen neuen Vertrag. Auch 5 Jahre. So. So, den hatten wir auch. Dann kommt der Lohkämper, den haben wir auch schon gemacht. So, dann können wir hier nochmal Vertrag verlängern. 5-Jahres-Vertrag.
So. Schäfer noch einen Vertrag verlängern. Wie gesagt, wir müssen halt gucken, was wir dann kriegen können nächste Saison und darf auch nicht zu teuer sein. So. Der will nicht? Warum will der nicht? Wer bist denn du? Rechts außen. Spielergespräch. Na toll. Na toll. Dann müssen wir mal gucken, müssen wir nächste Saison noch einen neuen rechten Mittelfeldspieler holen. So. Das hätten wir erledigt. Dann geht's weiter. Jetzt müssen wir in Dresden spielen. Das wird auch eine harte Nuss werden. Ah, Lou Kemper unterschreibt den neuen Vertrag. Unterschreibt, 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 unterschreibt. Das ist gut. Schönberg hat sein Trainingsziel erreicht. So, das ist auch okay. Datenbank-Scouting aktualisiert. Gut. Und dann spielen wir mal das Spiel gegen Dynamo Dresden. Auch im 3D-Modus. Schauen wir mal, was das wird. So, wollen wir mal gucken. Vier, drei, drei. Wir spielen unser 4-4-2 natürlich. Dann wollen wir mal gucken. Jo. Anfangsminuten passiert nicht allzu viel. Außer dass Dynamo ein bisschen drückt, aber naja, so ist das nun mal. Ja, abseits. So. Ja, zum Glück gerettet. Und dann geht's ab in die andere Richtung. Und da ist er auch schon wieder gestoppt und wieder zurück. Ein Hin und Her im Moment. Und 1-0, jawohl. Ezekiel. Sehr gut.
Immer weiter, 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 Jungs. Das war ein Satz mit X, nix. Gut gefangen. Und 2-0, jawohl. Schauen wir mal, was das gibt. Jetzt geht es wieder Richtung Dresdner Tor. Jetzt geht es wieder Richtung unser Tor. Ja, die versuchen sich auf jeden Fall zu wehren, Dresden. Jetzt gleich erstmal Halbzeit. Ja, zwei Chancen, zwei Tore, ne? So muss das sein. Na, mal schauen. Wo ist er denn jetzt? Da. So. Jetzt mal unser Kurzpassspiel auspacken. Gucken, ob das was bringt. 1, 2, 3, Hopsasa. So, dann machen wir unsere Spielergespräche. Und weiter geht's. Mal gucken. Pfosten. Mal weiter schauen, was da kommt. Einwurf nach vorne und ja, so kann man auch nach vorne kommen. Aber den hat er, der Boss. Der Boss hat den Ball. Früchtel hat den. Der war zu weit. Dann gucken wir mal. Abgefangen und nach vorne gespielt. Das ist kein schlechter Spielzug, aber leider hat er den abgefangen. Und da ist das 2-1. Gut, dann müssen wir nochmal umstellen. Stellen wir wieder auf 4-4-2 Raute um. Da ist die Raute. So. Und 100% Einsatz. Und weiter geht's. Ach, wo ist denn der jetzt wieder? Ich sehe das nicht. So, jetzt. Und los geht's. Und rennt? Nein, leider nicht. Das war ein Foul.
Gucken wir mal weiter. Elfmeter, jawohl. Und drin das Ding. Türpitz. Das ist unser Ball. Freistoß. Gehalten. So. Ah, gut gehalten. Muss man nochmal anerkennen, wenn der gegnerische Keeper gut hält. Aber so ist das nun mal. So, das Spiel ist zu Ende. Wir haben 3-1 gewonnen. Sind wieder in der Spur. Und das nächste Spiel gegen... Jo, gegen wen spielen wir als nächstes eigentlich? Muss mal gucken. Da muss ich doch glatt mal gucken. Gegen... So. Gegen Bochum wird dann im Textmodus stattfinden. Das war's erstmal für heute. Ich wünsche euch ein angenehmes Wochenende. Wir sehen uns dann am Montag wieder. Bis dann. Ciao, ciao.